Willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Wo wir im letzten Teil mit Rocco gequatscht haben, der uns aber noch nicht weiterhelfen konnte. Der aber den Timepod hinter sich versteckt. Wir hatten alle Locations durch. Ich glaube auch alle Personen einmal abgequatscht. Und was haben wir? Wir haben ein Batterieschnabeltier, wir haben eine Steinskulptur, ein Goldsburster und ein kaputtes Buddefass. Ein kaputtes Buddefass, wofür ist das denn? Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. kann das Dings reparieren? Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt, vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Mach heil! Was ist das denn? Wonach sieht's denn aus? Mach heil! Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. What? Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Dankeschön für den Zylinderkopf statt des kaputten Butterfasses. Okay. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße, komm zu Doc. Bitte? So, wir hatten den Elysium-Cluster. Was war das denn jetzt nochmal? Ach ja, richtig, mit dem Wachmann. Wo wir ja mit Sicherheit in irgendeiner Weise was mit den Tonnen machen müssen, damit Monsieur abgelenkt ist und wir den Schalter umlegen können, um an die Rippchen zu kommen für den jungen Maverick. Was war links? Die Farm. Richtig. Mit McChronicle. Und nach vorne ging es in Richtung Zukunft. Genau, zum Bohrloch. Ach, hey. Wir hatten doch noch die Sirene, bei der man ein Spiel auf Zeit aktivieren konnte. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. So, bleibt das Zeitfenster auch bestehen, wenn wir die Location wechseln? Ja, tut es. Hat sich hier irgendwas verändert? Hier hat sich nichts verändert. Ich sehe gar nichts. Ah, jetzt können wir die Tonne. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Soll das Schnabeltier reintun? Rufus grinst. Hey, Moment mal. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Können wir jetzt den Hebel umlegen? Na los, zeigt euch! Oh, komm, die ging schnell runter. Komisch, ich sehe gar nichts. Ach, da warst du schon im Fernglas. Okay, wen kann aber niemand nennen? Und können wir noch komm weiter hoch? Gebt mir ein Schussfeld. Nee. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ah, okay, wir können eh nur eins nehmen. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? So, damit haben wir die Fuel-Lock-Rippen für Maverick. Eine Fuel-Lock-Rippe! Woher hast du die? Woher schon? Ich hab sie einem Fuel-Lock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Was? Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber mit Geschmack hat das hier auch wenig zu tun. Okay, Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber mit Geschmack hat das hier auch wenig zu tun. Gehen wir ihm mal. Gucken, was er sagt.
Fuelock-Suppe. Na, endlich! Verdammt. Die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja. Vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich mal locht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Das Haar in der Suppe, können wir hier Haare rauszupfen aus Goldstift? Golds Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Na, gleich mal die Fuelock-Suppe mit der Bürste kombinieren. Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh, Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Wir kriegen das schon hier. Zum Glück ist jetzt wieder reichlich da. So, Haar in die Suppe. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fuelock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuelock-Suppe bestellt haben. Verstehe ich. So. Fuelock-Suppe. Na, endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal. Was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Okay. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Hey, what? Okay, das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel vom jungen Maverick bekommen, weil der alte Maverick das Ding nicht rausrücken wollte. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Wer auch immer behauptet hat, die Gastronomie sei ein Gewerbe mit Zukunft, ist ein hinterhältiger Sadist. Die wenigsten Äpfel fallen ja weit vom Stamm, aber dieser hier ist noch direkt am Ast vergammelt. Ja gut, das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel für die Zeitmaschine. Direkt mal benutzen. Aber welcher ist denn der Instant Change 2? Wahrscheinlich der hier, der runtergerockte. Jacki! Ja. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Schlüssel her. Wo? Was? Ach so. Hey, jetzt müsste sie wieder auf sein. Haha! Erfolg! Erfolg, jawohl, dann steig mal ein in die Zeitmaschine, du. Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Natürlich. Verdammter Butterstampfer. Okay, Motor war auf. Wir haben ja schon ein Ersatzteil. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Au. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Nicht schlecht, Rufus. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Ja, aber nee, Moment. Wir können dann doch das Ding benutzen. Oder müssen wir erst Maverick nochmal Rapport abliefern? Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Die wenigsten App, aber die... Okay... In so einem kleinen... Allerdings... Also jetzt mal. Nochmal Schlüssel.
Verdammter Butterstampfer. Hä? Steinskulptur. Innenmutter. Das lässt sich so leider auch nicht beschleunigen. Man nennt es auch den Fluch von Paradox City. Also, Zylinderkopf mit Motor. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Auto. Müssen wir nochmal mit Rocco quatschen, dass der das repariert, oder was? Oder wie, oder was, Junge. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Oh. Kann man das von überall benutzen? Ja. Was nun? Was nun? Zylinderkopf nochmal zurück an Rocco geben? Kannst du das hier reparieren? Ich denke schon. Aber es ist gar nicht kaputt. Ich weiß, wir sind schnell. Empfehle uns gerne weiter. Können wir die Sirene nochmal betätigen? Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Können wir noch was mit der Tonne wieder machen? Unser Schnabeltier wieder rausfischen? Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Nein. Hebel? Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Ich mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem... Hier hinten war aber nichts, ne? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Nee. Na los, zeigt euch! Geht's auch nicht raus oder so? Gar nichts. Müssen wir hier nochmal mit den Leuten reden? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Oh, was hältst du von Rocco? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Die Portale sind zu. Die Portale sind zu! Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Ja, wo die Tore zu sind. Wie lautete noch gleich das Angebot? Steck mir einen Ring an den Finger und ich ignoriere die Sache mit deinem Gesicht. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuel-Lock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Fuel-Lock-Suppe ist doch gar nicht mehr aus. Einmal Toast und Milch bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ich glaube, okay. Ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ich dir geben Stein? Ja, das fasst den Modus wie Wendy unsere geschäftlichen auch nix. Hier, uck mit Stein. Rufus bringen Stein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Schade. Okay, was sagt er denn? Zum Schlüssel, gar nichts. Rufus?
Es tut mir leid, mein Herr, aber ich handle ausschließlich mit geologischen Truvalien und Intestinalpharmazeutika. Es ist zugegebenermaßen ein exotisches Geschäftsmodell, aber in Zeiten globaler Konzerne kann der mittelständische Einzelhandel eben nur noch in Nischen florieren. Aber irgendwas müssen wir mit dem Stein anscheinend machen. Und? War es das Licht? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass dir Zeit. Was hat denn Vince zu sagen? Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Okay, können wir jetzt mit Rocco über... Wie hieß sie noch? Rita. Können wir mit Rocco über Rita quatschen? Hey, Rocco! Howdy, Rufus! Irgendwie müssen wir die ja unter die Haube bringen. Da, ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja, sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich einen Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Was war das? Ring und Frack? Ring und Frack besorgen. Wo kriegen wir denn einen Ring und einen Frack her? Was sagt Rita? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Naja. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Igitt. Ich glaube, ich passe. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich... Okay. Wir waren noch nicht auf der Farm. Was sagt Mr. McCracker denn? Er müsste doch ganz begeistert sein, dass er verkuppelt wird. Also sein Opa. Womit ich deinen Opa beschäftigen kann? Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Du, Rufus, ich glaube, ich habe wirklich etwas dagegen, dass du meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln willst. Entspann dich. Mir fällt bestimmt noch eine Alternative ein. Aber bis es soweit ist, du weißt nicht zufällig, wo ich einen Ring und einen Frack herbekomme. Ein was? Ach, nichts. Keine große Hilfe. Gehen wir nochmal ins Farmhaus. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti, all das gibt es. Na, die ältere Goal scheint ja gar nicht so abgeneigt von Rufus zu sein. Zumindest im Laufe der Jahre. Oder Jahrzehnte sogar. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Auch nichts wirklich Hilfreiches. Hier, deine Statue gebe ich dir zurück.
Glaubst du wirklich, du kannst es zu einem guten Ende bringen? Ich habe gesagt, ich bringe es zu Ende. Von gut war nie die Rede. Das hier ist auch Kunst. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Okay. Nochmal mit Rocco quatschen. Und? Schon aufgeregt? Du Rufus, ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Aktion abblasen. Ach, Paperlatüt. Natürlich ist das eine gute Idee. Du hast nur kalte Füße. Das ist ganz normal. Hast du denn einen Frack und einen Ring auftreiben können? Ist in Arbeit. Wenn du in Paradox City nicht fündig wirst, frag vielleicht mal die Jungs vom Portalbauamt. Der Architekt weiß für gewöhnlich, in welcher Zeit man was finden kann. Ah, okay. Nicht vorsagen. Gut, dann gehen wir mal zum Architekten. Nicht vorsagen, ja. Komplettlösung, dankeschön. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Wieso, du stehst ja auch sonst eigentlich nur hier rum, ne? Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, ich habe es genau. Ja, natürlich. Bitte was? Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Welcher Informant? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Man trägt jetzt Glatze. Man trägt jetzt Glatze. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese... Ja, okay. Bauhelme. Ach, Bauhelme. Bauhelme passt hier nicht richtig rein. Bauhelme. Die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel... Ohne... Warnhütchen vielleicht? Warnhütchen vielleicht? Ich gebe das mal so weiter. Okay. Mein Informant... Aluhüte sind jetzt in, kein Zweifel. Aluhüte sind... Ohne ein... Ich sollte okay, wir fragen erstmal hier den Bauarbeiter vor. Der hat ja schließlich die neueste Ausgabe der Hats. Ich würde gern direkt mit deinem Informanten... Ja. Ich würde gern direkt mit deinem Informanten reden. Versteckt er sich da hinter dem Tresen? Hey, stopp! Die Identität meines Informanten ist geheim. Und niemand... Hörst du? Niemand blickt hinter meinen Tresen. Kapische? Wenn es mit Piesche zu tun hat, möchte ich es auch gar nicht wissen. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Okay, was hat denn Monsieur hier vorne zu sagen? Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich auftreiben können? Ach ja, richtig. Ich arbeite dran. Das nennst du Arbeit. Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Hatten wir nicht schon irgendwo auch Weißbrot gesehen? Da können die lange bohren. Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Damit können wir vielleicht unsere Steinskulptur hier reinschmeißen. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen.
Ja. Kam das jetzt aus der Zukunft oder zurückgepfeffert oder was? Steinbrocken. Das ist ja eine richtig schöne Kugel, würde ich sagen. Es ist vollbracht. Na, vollbrungen gewissermaßen. Aber wofür ist der? Wofür brauchten wir... Oder ist das der Ring und wir müssen ihn auch aushöhlen? Einmal in der Mitte durchstanzen? Gut, wir haben die Erdnüsse, haben wir ja schon. Die liegen ja schließlich hier in der Schüssel. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife! Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ja, ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Ach nee, gar nicht. Wir hatten noch kein Brot, aber wir hatten ja eigentlich den Butterstampfer. Da hatte ich ja gedacht, dass man die Erdnüsse dann mit dem Butterstampfer kombiniert, um Erdnussbutter zu bekommen. Aber das hat sich dann ja jetzt erstmal erledigt. Oh, Moment. Felsbrocken? Mörsern. Es liegt offenbar noch ein steiniger Weg vor mir. Sauber. Das beweist, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. Mist. Sprechende Erdnüsse. Es gibt Dinger, die krabbeln. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Was? Ach so. Das hat wirklich funktioniert. Das heißt, ihr müsst jetzt in den Loader rein. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin nur hier nicht damit der nette die Erdnüsse Onkel vom gestampft werden. Rufus Mann. Können wir vielleicht den Felsbrocken an Unk geben? Rufus bringen Stein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein? Du mir geben Furchtpampa. Recht so. Quid pro quo. Abführmittel. Gehen wir doch mal direkt dem Mann in der Toilette. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh, oh. Wirkt befreiend, nicht wahr? Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Auf zu neuen Gestanken. Benutzte Geldscheine. Oh, Moment. Geld, Geld, Geld. Wofür war das nochmal? Ah ja, für Milch und Toast. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort. Hier. Der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Gut, das heißt Milch vermutlich zu den Erdnüssen. So, daraus machen wir nämlich jetzt Butter. Dafür brauche ich nur meine Finger und den Autoschlüssel. Der wäre hier auch recht nützlich. Was? Nein, in den Motor. Aber ja doch.
Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Oh, oh. Das Erdnussmassaker. Kein Musaka, wohlgemerkt. Hey, ist das eine Art Karussell? Oh, es geht los. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Das gut aus. Lecker. Okay, wir haben unser Erdnussbutter-Sandwich vermutlich komplett fertig. Ob wir noch eine Zutat brauchen? Sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut und tschüssi.